halt den schön fest, ne? Er hat jemanden im Bad, da ich mich einmal festgeschnallt hat. Zweite Vorsitzende Liz Grandenhardt und auch Frau Harmut selber überbringt die Glückwünsche des Empfangs der Firma Harmut Container. Und es siegte mit nur drei Reitern und einer strafpunktfreien Runde in der Zeit, oder vielmehr drei strafpunktfreien Runden in einer Gesamtzeit von 165,04 Sekunden. Die Mannschaft Reit- und Fahrverein Metzkausen 2. Herzlichen Glückwunsch! Oh, was ist das denn? Auf dem Seil, wir haben mal reiten werden, kannst du den nicht steigen lassen. Auf Rang 2 ebenfalls fehlerfrei mit einem Strafpunkt in einer Gesamtzeit von 159,23 Sekunden. Die Mannschaft Reit- und Fahrverein Niemandshof. Entschuldigung, ich bin falsch. Selbstverständlich strafpunktfrei in 165,04 Sekunden. Vertreten durch Sophie Kuhnen, Lisa Schwabe, Selina Rudolf und Lisa Siegers. Kommt ihr gleich fürs Foto zum Abreiteplatz? Diesmal mit einem Strafpunkt für das Überschreiten. Sieht aus wie eine Schärfe. Von 159,23 Sekunden. Wieso hat der denn keinen? Die Mannschaft RSV Essen 1 vertreten durch Anastasia Schmidt, Janine Tönnissen, Fritz-Sophie Buckermann und Aileen Vogel. Ja. Schmeiß einfach. Auf Rang 4 mit einem Gesamtergebnis von 4 Strafpunkten an 152,93 Sekunden. Die Mannschaft Berghof und Eschenbruch. Vertreten durch Martina Riedel, Henrike Vormann, Isabel Bertischer und Tilda Sophie Freier. Doch, schaffst du schon. Beine zu und fest. Halt ihn den Kopf oben. Auf Rang 5. Du musst leider. Das Gesamtergebnis von 8 Strafpunkten in 173,02 Sekunden. Greta, reit eine halbe Runde und dann reit eine Volte. Die Mannschaft RSV. Und halt den Kopf oben, ne? Alissa Brahma, Celine Lindner und Alina Frohnow. Einen Möhrensack
des Lepkes Hofs von unserem Bauern Scheid, unserem Nachbarn Bauern, der sich bereit erklärt hat, hier wirklich in jeder Prüfung dem Letztplatzierten einen Möhrensack zu stiften. Wir gratulieren der Mannschaft RFV Metzhausen 2 mit der Mannschaft. Oh, der Richter ist noch dazwischen. Ich bin zu schön. Da hat mich auch ganz schwer erfahren, weil der Sieger eben. Der hat sich schon in der Buch. Wenn wir da wirklich ein bisschen blöd sind. Eva, das ist deine erste goldene, ne? Und die erste im Mund, oder? Auch die erste, ne? Jetzt aber, wir gratulieren der Mannschaft. Schneid euch an. Melli wirft die Schleife hin. Mannschaftsführerin, jetzt rede ich langsamer, weil noch ein Nachzügler kommt. Oh. Mannschaftsführerin, Marina, und zwar ich ja auch vorhin. Im Eifer des Gefechts völlig vergessen habe zu erwähnen, dass unsere drei Sieger vertreten sind durch Melanie Melissa Angenent, Mayra Brunen und Meta Kruppe. Ja, vertreten durch. Genau, so, die Nachzügler müssen sich ihr Schleifchen später abholen. Wir gratulieren der Siegermannschaft und bitten den Tönen der Musik rechts zur Ehrenrunde abzubrechen. Das ist ja beides.